Wir stehen hier vor Schloss Meßkirch, einem der bedeutendsten Schlossbauten der Renaissance in Südwestdeutschland. Die Anlage geht zurück auf den berühmten Graf Froben Christoph von Zimmern, den Verfasser der Zimmerschen Chronik, der diese Anlage in der Mitte des 16. Jahrhunderts als erste regelmäßige Vierflügelanlage nördlich der Alpen errichten lässt. Seit 2006 hat die Kreisgalerie des Landkreises Sigmaringen im Südflügel von Schloss Meßkirch ihre Heimat gefunden. Der Landkreis Sigmaringen verfolgt mit seiner Kunstförderung ein auf die Region ausgerichtetes Konzept. Wir sammeln und stellen hier also keine Weltkunst aus, sondern versuchen, die regionale Kunstentwicklung abzubilden in ihrer Breite, ihrer Vielfalt, aber natürlich auch ihren Spitzenwerken. Das inhaltliche Spektrum reicht von Werken der Spätgotik und des Barock über einen Schwerpunkt in der klassischen Moderne bis hin zum zeitgenössischen Kunstschaffen. Der Wechselausstellungsbereich im Obergeschoss des Südflügels von Schloss Meßkirch versteht sich als Forum des regionalen Kunstgeschehens. Wir zeigen hier jedes Jahr 3 bis 4 Wechselausstellungen, sowohl zur Kunstgeschichte hier der Region, wie auch zum aktuellen zeitgenössischen Kunstschaffen.